Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Heute muss ich wieder in die Schule gehen. Ich habe gar keine Lust. Die Schule macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, dass meine Lehrerin mich nicht mag. Heute muss ich wieder in die Schule gehen. Ich habe gar keine Lust. Die Schule macht mir keinen Spaß. Und ich glaube, dass meine Lehrerin mich nicht mag. Sie glaubt, dass ich nicht intelligent genug für das Gymnasium bin. Aber ihr Unterricht macht mir einfach keinen Spaß. Sie glaubt, dass ich nicht intelligent genug für das Gymnasium bin. Aber ihr Unterricht macht mir einfach keinen Spaß. Ich hoffe einfach, dass der Tag so schnell wie möglich vorbei ist. Ich hoffe einfach, dass der Tag so schnell wie möglich vorbei ist. Oh je, es ist schon 7:15. Ich muss schnell los, ansonsten komme ich wieder zu spät zum Unterricht. Oh je, es ist schon 7:15. Ich muss schnell los, ansonsten komme ich wieder zu spät zum Unterricht. Mit den anderen Lehrern verstehe ich mich gut. Nur mit Frau Schneider gibt es Probleme. Mit den anderen Lehrern verstehe ich mich gut. Nur mit Frau Schneider gibt es Probleme. Den Kontakt zu meinen alten Freunden möchte ich auf keinen Fall verlieren. Aber es ist Zeit, neue Leute kennenzulernen. Den Kontakt zu meinen alten Freunden möchte ich auf keinen Fall verlieren. Aber es ist Zeit, neue Leute kennenzulernen. Ich bin an meiner Schule. Jetzt habe ich eine Doppelstunde Deutschunterricht im 2. Stock. Ich bin an meiner Schule. Jetzt habe ich eine Doppelstunde Deutschunterricht im 2. Stock. Hallo Jonas, schön, dass du es auch endlich zu unserem Unterricht geschafft hast. Wie immer zu spät. Hallo Jonas, schön, dass du es auch endlich zu unserem Unterricht geschafft hast. Wie immer zu spät. Es tut mir leid, Frau Schneider, mein Bus hatte Verspätung, deshalb habe ich es nicht rechtzeitig geschafft. Es tut mir leid, Frau Schneider, mein Bus hatte Verspätung, deshalb habe ich es nicht rechtzeitig geschafft. Jeden Tag hast du eine neue Ausrede, Jonas. Setz dich einfach hin und sei still. Du störst schon wieder den Unterricht und die ganze Klasse. Jeden Tag hast du eine neue Ausrede, Jonas. Setz dich einfach hin und sei still. Du störst schon wieder den Unterricht und die ganze Klasse. Ja, Frau Schneider, das mache ich. Es tut mir leid. Ja, Frau Schneider, das mache ich. Es tut mir leid. Lasst uns gemeinsam die Hausaufgaben kontrollieren. Jonas, was hast du bei Aufgabe 3 Nummer 2 geschrieben? Lasst uns gemeinsam die Hausaufgaben kontrollieren. Jonas, was hast du bei Aufgabe 3 Nummer 2 geschrieben? Warten Sie kurz, Frau Schneider, ich finde meine Hausaufgaben nicht. Warten Sie kurz, Frau Schneider, ich finde meine Hausaufgaben nicht.
Willst du mir etwa sagen, dass du deine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht hast? Willst du mir etwa sagen, dass du deine Hausaufgaben schon wieder nicht gemacht hast? Doch, dieses Mal habe ich sie wirklich gemacht. Ich finde sie nur nicht. Doch, dieses Mal habe ich sie wirklich gemacht. Ich finde sie nur nicht. Jetzt reicht es, Jonas. Ich möchte mit deinem Vater sprechen. Er soll heute Abend zu mir in die Sprechstunde kommen. Jetzt reicht es, Jonas. Ich möchte mit deinem Vater sprechen. Er soll heute Abend zu mir in die Sprechstunde kommen. Oh nein, das ist nicht nötig, Frau Schneider. Ab jetzt mache ich immer meine Hausaufgaben und ich werde auch immer pünktlich sein. Ich verspreche es. Oh nein, das ist nicht nötig, Frau Schneider. Ab jetzt mache ich immer meine Hausaufgaben und ich werde auch immer pünktlich sein. Ich verspreche es. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Hör auf zu diskutieren. Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Hör auf zu diskutieren. Okay, es tut mir leid. Ich werde mit meinem Vater sprechen. Okay, es tut mir leid. Ich werde mit meinem Vater sprechen. Ein paar Stunden später. Ein paar Stunden später. Papa, ich muss mal mit dir sprechen. Papa, ich muss mal mit dir sprechen. Natürlich, mein Sohn. Was gibt es denn? Natürlich, mein Sohn. Was gibt es denn? Meine Lehrerin, Frau Schneider, will mit dir sprechen. Sie möchte, dass du heute Abend zu ihrer Sprechstunde kommst. Meine Lehrerin, Frau Schneider, will mit dir sprechen. Sie möchte, dass du heute Abend zu ihrer Sprechstunde kommst. Alles klar. Hat sie denn gesagt, um was es geht? Alles klar. Hat sie denn gesagt, um was es geht? Das hat sie nicht erzählt. Sie hat mir nur gesagt, dass sie mit dir sprechen möchte. Das hat sie nicht erzählt. Sie hat mir nur gesagt, dass sie mit dir sprechen möchte. Alles klar. Dann werde ich jetzt losgehen und mit deiner Lehrerin reden. Alles klar. Dann werde ich jetzt losgehen und mit deiner Lehrerin reden. Hallo, Herr Müller. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Hallo, Herr Müller. Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Hallo, Frau Schneider. Natürlich. Worum geht es denn? Hallo, Frau Schneider. Natürlich. Worum geht es denn? Es geht um Ihren Sohn Jonas. Er verhält sich in letzter Zeit nicht gut. Es geht um Ihren Sohn Jonas. Er verhält sich in letzter Zeit nicht gut. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Jonas kommt schon seit mehreren Wochen zu spät zum Unterricht. Außerdem macht er seit Monaten seine Hausaufgaben nicht richtig. Jonas kommt schon seit mehreren Wochen zu spät zum Unterricht. Außerdem macht er seit Monaten seine Hausaufgaben nicht richtig. Oh, das wusste ich gar nicht. Davon habe ich nichts mitbekommen. Oh, das wusste ich gar nicht. Davon habe ich nichts mitbekommen. Wissen Sie vielleicht, woran das liegen könnte? Früher war er ja ein guter Schüler. Wissen Sie vielleicht, woran das liegen könnte? Früher war er ja ein guter Schüler. Nein, das weiß ich nicht.
aber ich werde mit ihm sprechen. Vielen Dank, Frau Schneider. Nein, das weiß ich nicht, aber ich werde mit ihm sprechen. Vielen Dank, Frau Schneider. Jonas, deine Lehrerin hat mir erzählt, dass du dir keine Mühe mehr in der Schule gibst. Was ist denn los? Jonas, deine Lehrerin hat mir erzählt, dass du dir keine Mühe mehr in der Schule gibst. Was ist denn los? Na ja, Papa, mir macht die Schule einfach keinen Spaß mehr. Ich habe keine Lust zu lernen. Na ja, Papa, mir macht die Schule einfach keinen Spaß mehr. Ich habe keine Lust zu lernen. Komm schon, mein Junge, es sind nur noch ein paar Wochen bis zum Abschluss. Du schaffst das, ich glaube an dich. Komm schon, mein Junge, es sind nur noch ein paar Wochen bis zum Abschluss. Du schaffst das, ich glaube an dich. Du hast recht, Papa. Ich werde jetzt wieder mehr für die Schule machen. Ich verspreche es. Du hast recht, Papa. Ich werde jetzt wieder mehr für die Schule machen. Ich verspreche es. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!